Hallo und willkommen bei Sanctum Sanctorum Folge 14. Es geht im Wochenrhythmus weiter, denn wir sind hier ja an einer Geschichte der nächsten Resistenzgeschichte für Fantasy 3000 Nummer 3 und das wollen wir natürlich nicht einschlafen lassen. Deswegen hier ohne weiteres Tohuwabohu weiter mit Storytelling mit Resistenz. Viel Spaß! Ja, Black Snyder's Beat Sheet ist natürlich zunächst mal gedacht für den Film, wobei Snyder davon ausgeht, dass eine Drehbuchseite etwa einer Minute Film entspricht. Er meint also, für einen 90-Minüter sollte man 110 Seiten anlegen. Das ist ein ungefährer Wert und lässt sich auf Comics natürlich auch nur ungefähr übertragen. Und wird umso schwieriger, wenn man es statt mit 110, mit 24, beziehungsweise wie hier mit 12 Seiten zu tun hat. Trotzdem, ist es eine Richtschnur für mich immer wieder, wie gesagt, gar nicht so sehr im Sinne von, das muss so gemacht werden, sondern im Sinne eines Abgleichs, wo befinde ich mich denn jetzt innerhalb dieser Struktur in meiner Geschichte? Habe ich womöglich noch eine ganze Menge Zeit, bevor ich zur nächsten entscheidenden Wendung komme? Oder sollte ich zusehen, dass ich jetzt die nächste Wendung einleite? Genau, wir fangen jetzt einfach mal oben an. Es geht los mit dem Opening Image und dem Theme Stated. Das ist klar, das Opening Image zeigt den Raum der Geschichte, wo sind wir, was ist los. Das ist hier im Fall dieser Geschichte der offene Weltraum und das Schiff, auf dem Resi ihren Lehrgang ableistet. Das Theme stated, ja, das ist, da muss ich ein bisschen genauer drauf eingehen, das ist ein Konzept. Snyder sagt in seinem Buch Save the Cat, jeder Film hat eine Hauptfigur. In wenigen Fällen können es auch mal zwei sein. Aber eigentlich geht es um eine Hauptfigur. Diese Hauptfigur erlebt eine Entwicklung. Diese Hauptfigur hat ein Problem. Und im Laufe des Problems, im Laufe der Geschichte wird dieses Problem auf möglicherweise überraschende Weise geklärt. Die Hauptfigur in diesem Sinne von Blake Snyder ist nicht unbedingt die Titelfigur. Also wenn wir zum Beispiel Luba Wolfschwanz nehmen, da ist Luba in längst nicht allen Geschichten der Reihe die Hauptfigur im Sinne Blake Snyders. Genau, wo waren wir beim Theme Stated? Theme Stated ist im Grunde ein nebenbei geäußerter Satz, in dem kurz angerissen wird, worum es im Kern in dieser Geschichte geht. Ja, und das können so Sachen sein wie erwachsen werden oder weiß der Gimpel, alles Mögliche. Bloß vielleicht eben geht es gerade nicht um den großen weißen Hai, der da permanent über die Leinwand schwimmt. So. Ich würde hier in dieser Geschichte das Theme Stated anlegen auf den Satz, den Resi hier sagt, komm schon, Bisou, du schaffst das. Das ist im Grunde der Satz, der in diesem Fall im Rahmen der Geschichte an Resi gerichtet wird. Du schaffst das. Gib nicht auf, das wird schon klappen. Na, da muss schon wieder Schluss sein für alle, die ihre Gebühren nicht pünktlich bezahlen. Willst du mehr von diesem Video sehen? Dann geh doch auf steadyhq.com/Eckhard-Breitschuh bitte und werde dort Mitglied im Fanclub der Comicheldin. Oder guck dich erstmal um, was es sonst noch zu sehen gibt. Solltest du dich entschließen, Mitglied zu werden, es ist, ich rede mir den Mund fusselig, immer dasselbe. Es gibt signierte Comics, es gibt Originale und es gibt natürlich Zugang zu all den wunderbaren Inhalten, die nur
auf steadyhq.com/Eckart-Breitschuh im Fanclub der Comicheldinnen zu finden sind. Ich habe noch was vergessen. Limitierte Drucke, 4 Stück, kriegst du auch noch, wenn du ein Abo abschließt. Danke, wir sehen uns da. Bis dann. Tschüss.